So, dann herzlich willkommen zur Mitternachtsausgabe von JFD Live Trading TV. Heute habe ich jetzt die Setups und die US-Märkte mitgebracht. Beim DAX läuft aktuell kein Setup, da werde ich morgen früh bzw. im Laufe des Vormittags diesen Index, den deutschen Lieblingsindex, begutachten. So, dann kommen wir erstmal zu dem Setup, was ich noch kurz vor Börseneröffnung vorgestellt habe. Das Nasdaq Setup. Leider ist hier der Kurs einmal per Schlusskurs unter diese 4.650 Punkte gefallen. Somit hat das Setup nicht geklappt. Dennoch war der Index der stärkste von allen. Der Nasdaq, also hätte ich hier ein kleines bisschen weiter runter gesetzt, aber hier war eigentlich eine gute Unterstützung eben geboten in der Stunde. Schauen wir mal kurz den 4-Stunden-Chart an, ob hier und schalten dann noch den Rainbow dazu. Ob hier mehr Aussagekraft? Nee, also gut, muss man akzeptieren, dass dieses Setup jetzt nicht so geklappt hat. Dafür war eben hier im S&P, habe ich ja erwähnt, dass hier eher fallende Kurse möglich sind, wegen diesen jeweiligen Kerzen in der zweiten Dezemberwoche. Jetzt funktioniert das Spielchen, sage ich mal, hier bislang erneut. Jedenfalls im S&P 500 Index. Hier sieht man ja den Nasdaq Index. Ja, steht ja nahe am Jahreshoch wieder. Der Dow Jones Index war heute einer der schwächsten Werte, auch wegen den beiden großen Ölsorten, nicht Ölsorten, Ölwerten, Exxon und Chevron, die eine hohe Gewichtung drin hatten oder drin haben. Und hier konnte auf Schlusskursbasis der EM38 im Tageschart verteidigt werden. Da wird es morgen oder beziehungsweise die Woche sicherlich noch spannend werden, ob hier das letzte Tief verteidigt werden kann. Dennoch bleiben hier wichtige Unterstützungen bei 17.400 und ja, 17.300 und eben die Wolkenoberkante bei 17.200 übrig. Zu den anderen Setups, was ich heute noch auch vorgestellt habe, war nochmal Palladium. Das ist jetzt hier das alte Setup. Das war hier die Buy-Trigger-Marke. Sollte bis auf 65 hochsteigen. Das zweite Kursziel ist nicht ganz angelaufen worden. Dennoch konnte man hier gute Kursgewinne mitnehmen. Hier heute früh bei rund 550 kann man im Stream nachlesen. War nochmal ein Kaufszenario. Allerdings war eben hier das Ziel 565 angegeben. Und nicht nur die Oberkante des Rainbows wurde hier fast exakt getroffen. Aktuell stehen wir wieder bei plus minus 0 und an der Unterkante. Wenn man jetzt hier das Öl berücksichtigt, könnte hier morgen auch im Palladium was gehen. Hier ist höchstwahrscheinlich die Abwärtsbewegung noch nicht ganz vollendet, aber eine Erholung bis, ja, bis circa 39,20, ja, im besten Fall vielleicht sogar 39,50 wären möglich. Da werde ich wahrscheinlich morgen im Stream noch was vorstellen. Die beiden Goldwerte sind jetzt hier eben wieder relativ deutlich zurückgekommen. Allerdings, ich sehe gerade, hier ist gar kein Stopp eingezeichnet. Dieser Stopp kann eben hier
könnte knapp unter der 7 US-Dollar-Marke liegen. Das andere Gold-Setup oder Gold-Minenwert lief hier zunächst über den EMA 200. Allerdings kann man hier von einem kleinen Fehlausbruch erstmal sprechen. Dennoch bleibt er über der Buy-Trigger-Marke aktuell. Hier die Deutsche Bank wurde ja nicht aktiviert, hat hier sogar ein neues Jahrestief erreicht und sogar hier ein Mehrjahrestief sogar. Also hier definitiv einer der schwächsten DAX-Werte überhaupt. Dennoch bleibt dieser Wert auf der Watchliste. Und wenn hier eine Bodenbildungsformation angezeigt ist, werde ich diesen wieder aufnehmen. So, das war's dann erstmal. Wie gesagt, ich melde mich dann morgen früh mit dem DAX Setup zurück. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.